Scheiße. Aha. Guck. Wir gehen schnell zu einem anderen Thema. Und ich habe Themen mitgebracht. Uiuiui. Ja, einiges passiert. Einiges. Und das ohne die bösen drei Buchstaben. Wenn ich dieses, Gesicht schon sehe, dieses verwirrte, Alter. Ja. Dieses verwirrte Gesicht ist zum Glück nicht deines. Du bist hier festen Fußes, also du stehst gut im Schuh. Festen Fußes stehst du gut im Schuh. Ja, also so reden Menschen. Ich bin fit wie ein Dings. Ja, genau, kann ein Dings. Hallo, ja, hallo Leute. Was? Wir sind professionell, wusstet ihr das schon? Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Ja, guten Morgen, auch für uns ist die erste Stunde. Ja. Kann man sagen. Wir sind Ronny und Torben. Also Ronny und Tony, dachte ich. Ja, auch okay. Wir hatten bei uns im Dorf echt auch so drei Ronnys gehabt. Also Ronny ist echt so ein Ostname, ne? Das sind die allerschlimmsten. Ich kenne auch, einen Typen, der ist asiatischer Abstammung, der auch Ronny heißt. Ei. Also ja. An dessen Stelle würde ich mir einen Strick nehmen. Oh. Da ist doch das Mobbing. Zum Seilspringen meinst du? Ja, da ist doch das Mobbing vorprogrammiert. Eigentlich nicht, es war normal für uns, aber so rückblickend irgendwie ein Ronny, der aussieht wie halt kein Ronny, ist halt. Ja, schon. Ja, Ronny ist ja auch, wie wir alle wissen, eine Diagnose. Ja, wie Kevin. Ja. Der Kevinismus ist ja echt eine Wissenschaft, ne? Ja, es ist wirklich schlimm. Dass Vornamen tatsächlich die Persönlichkeit eines Menschen beeinflussen können. Was ist denn aus Kevin Federline geworden? Du bist doch da so drin im Gossip. Na, ich weiß ihn nicht mehr. Da war doch der Freund von Britney Spears, ja. War kurz bei der WWE. Hatte da einen Gastauftritt. Aber mehr weiß ich von dem gar nicht. Tja. Kevin, das sind auf jeden Fall hier die wichtigen. Das ist ein Rapper, Tänzer und Rapper. Ja. 46. Der war doch zuerst Background-Tänzer von Britney Spears. Dann haben sie sich irgendwie verheiratet und. Britney wusste nichts von seinen Kindern. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, krass, ne? Kevin Earl Federline. Anyways, wir reden eigentlich hier im Podcast über relevante Sachen, die letzte Woche passiert sind. Ja, aber ist auch so ein Name, den habe ich gar nicht mehr gehört, wie irgendwie die Olsen-Twins hier, Mary-Kate und Ashley Olsen, das ist auch so ein Name, oder Paris Hilton und so, die sind halt vor 10 Jahren das letzte Mal mit meinem Gedächtnis also, aufgetaucht. Also das ist halt, weil du keine Ahnung hast. Erstens, die Olsen-Twins waren damals sehr cute, ja. Natürlich, waren gute Schauspielerinnen. Und zweitens, die Schwester von denen, die hat nämlich groß Karriere gemacht, unter anderem im letzten... mit der Olsen-Bande. Nee, im letzten Godzilla-Film war die dabei. Die wird hier durch die Filme durchgepeitscht. Die kenne ich gar nicht. Ist die eine ältere oder eine jüngere Schwester? Das müsste, oder ein Trilling? Ich hätte jetzt eher ältere gedacht, aber die sieht ja recht jung aus, also vielleicht ist er auch eine jüngere. Eine Zeit lang waren ja auch Zwillinge in Hollywood sehr beliebt, weil die konnten halt dann so Kinderrollen doppelt besetzen quasi. Wenn ein Kind geschrien hat, wollte nicht mehr, haben sie einfach das andere Kind genommen. Im letzten Godzilla war natürlich jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen falsch formuliert von mir, weil es gibt ja so viele... Godzilla-Filme, so, ich guck mal, Elizabeth Olsen ist 35. Also jünger, glaube ich, als die. Ja? Sind die schon über 35? Ich dachte, die waren Mary älter. Mary Kate Olsen ist 38, ja, die tatsächlich älter. Die kratzen an der 40. Ach ja. Du Scheiße. Aber immer noch echt hot, die beiden. Also naja, da ist irgendwie ist da was passiert im Gesicht. Ich weiß nicht, ob da die das sind älter geworden, Robin. Die sind oder älter ob geworden. Irgendwie ein Vampir, den irgendwie so ein bisschen das Leben aus dem Gesicht gesaugt hat. Guck doch mal hier, damals, als sie noch knackig waren. Die sind immer noch knackig. Nee, aber die hatten damals so ein übelst rundes Gesicht, weißt du, und jetzt ist es irgendwie so eingefallen. Weil die älter geworden sind. Weiß ich also nicht. Also Falten drin. Ich finde die immer noch attraktiv. Ich hatte auch einen Crush auf die. Ich dachte ja lang, dass ich gay wäre als Teenager. Also es nur auf Männer und stehe. Dann kamen die Olsen Twins. Aber die Olsen Twins dachte ich mir so, ach, die sind eigentlich ganz hot. Okay. Und ich weiß doch, dass ich halt nicht auffallen wollte als schwuler Jugendlicher. Und hab immer von Paris Hilton geschwärmt in der Schule, wo ich die überhaupt nicht attraktiv fand. Alter, die waren mir völlig egal. Du bist ja ein paar Jahre jünger als ich, ja. Aber als ich in der Schule war. Das war das Ding, One Night in Paris, ja. Das Sextape. Nie gesehen. Das ging rum wie geschnitten Brot, oder wie sagt man, wie... Rum wie Öl. Das ging rum wie Öl, Alter. Das ist vor allem überhaupt nicht spektakulär, dieses Video. Ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast. Nee, hab ich nicht gesehen. Das ist, geht halt eine Weile und man sieht einfach fast gar nichts, weil das halt auch mit so schlechter Kamera, dann ist ja so ein
Nach so Nachtsicht, ich krieg schon Wortfindungsstörung, als wäre ich ein amerikanischer Präsident. Aber war es Kalkül von Paris Hilton und ihrem damaligen Lover, das veröffentlicht worden ist? Das weiß ich doch nicht und das war uns damals doch egal. Paris Hilton, das war damals, also so in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung, die schönste Frau der Welt und auf einmal hat die Sex. Paris Hilton, ich finde die auch in Ordnung, so, die hat auch lustige Interviews schon gegeben und so, hat auch einen Banger veröffentlicht. Die hat schon ein Konzert in Roblox gemacht. Ah, krass. Sie muss wissen, was sie tut. Stars Are Blind war auf jeden Fall ein Banger. Aber die war für mich jetzt nicht irgendwie, also für mich war sie nicht heiß. Für andere schon, für mich halt nicht. Ich war eher so Olsen Twins. Ach, Dino, du Edgelord, weißt du, bist wieder gegen den Charme von Paris Hilton gefeit. Nee, der hat sich auch so als Dummchen verkauft damals bei MTV und so. Und das die hat sich nicht nur so verkauft. Nee, ich glaube, die war eigentlich die war eigentlich smart, glaube ich. Wie Verona Poet, die auch mal meinte, dass sich mal als dumm verkauft hat, um halt besser anzukommen in der Öffentlichkeit. Naja, es ist ja in der Regel schon besser, wenn dich deine Feinde unterschätzen statt überschätzen. Das stimmt. Ne? Wie dem auch sei. Auch so ein Podcast. Wir machen ja einen krassen Exkurs in die Vergangenheit hier irgendwie mit diesen ganzen Olsens und Hiltons. Aber eigentlich geht es ja nur um die letzte Woche. So weit in die Vergangenheit wollen wir ja gar nicht. Nee. Vielleicht hört ja jetzt hier die geneigte Person zu, die noch nie zugehört hat, nämlich du, Ronny, da draußen. Ja. Du bist neu hier und deswegen sage ich dir mal ganz kurz, hey, die letzte Woche, was ist denn da so passiert? Wir werden es dir erklären, wir werden es dir einordnen, wir werden die Woche bewerten. Hat die ordentlich Action, Tod und Zerstörung mit sich gebracht? Wie war's denn? Und wir packen am Ende mal einen Song in die Playlist, der uns die Woche beschäftigt hat. Ja. Kann auch sehr alt sein, kann aber auch sehr neu sein. Ich habe einen brandheißen Song, der ist noch richtig warm, wenn ihr ihn anhört und anfasst, aber später mehr. Was auch noch richtig warm ist, ist das Blut, was aus dem Auge eines Streamers rausläuft. Oh. Klingt aber nicht gesund. Wir machen hier übrigens auch sehr, sehr gute Überleitungen. Ich weiß ehrlich gesagt, ach fuck, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, wie der Typ heißt. Ich kannte den vorher nicht. Es ist diesmal tatsächlich ein Kick-Streamer. Ich finde das auch raus, wie er heißt. Gar kein Problem. Dauert nur eine Sekunde. Und zwar Face Your Rage. Also Face war schon mal nah dran, ja. Ja. Der hat Holz gehackt. Also ich weiß ja auch nicht, was sein Ziel war. Der ist einfach nur so ein riesen Baumstumpf. Und er hackt da tausendfach mit so einer Axt drauf. Und es ist sehr, sehr dunkel. Und sein Homie filmt ihn. Und auf einmal geht's und man sieht nicht so wirklich was. Mhm. Und er so, ah, I'm blind. So, also wirklich innerhalb von einer Sekunde sagt er das. Was ich irgendwie insane finde, weil, keine Ahnung, wenn ich mal Wasser ins Auge kriege, kann ich auch für 30 Sekunden nicht richtig gucken und gehe nicht davon aus, dass ich blind bin, auch wenn es brennt. Aber er halt instinktiv, Alter, I'm blind, holy shit. Und dann habe ich mir Footage angeguckt, ich weiß nicht, ob du das sehen willst, da gibt es halt so ein Video, wo das aufgehellt ist und in Zeitlupe, was ist denn genau passiert? Am besten das Bild bei der Kamera halten. Ja, ich zeige es dir jetzt mal, da freuen sich die Leute immer. Es rutscht ihm halt tatsächlich einfach nur der Griff aus der Hand. Und voll in die Fresse, und Alter. Schnippst übelst schnell hoch ins Auge. Also es hätte das Auge auch sprengen können. Und der ist natürlich in die Notaufnahme. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, ob der auf diesem Auge jetzt wirklich blind sein wird oder nicht. Aber da lief quasi auch im Krankenhaus noch fleißig Blut raus. Also, schwierig. Liebe Streamer. Gute Besserung. Wenn ihr Schabernack treibt, ja, dann immer schön Protection. Das Safety first, na klar. Ja, gerade das Auge, weil, nicht, dass der jetzt gebannt wird, weil der Self-Harm gemacht hat. Ah, ja. Das wäre ja schlecht. Aber ich dachte, es ist heutzutage eher so, dass ich, also man muss ja früher mal immer hübsch aussehen vor Kameras und so, aber inzwischen ist doch auch so ein bisschen der Trend dahin, dass man auch mal lächerlich aussieht mit irgendwelchen alten Klamotten und so und sich einen Helm aufsetzt beim Fahrradfahren. Das ist doch wieder in geworden, dachte ich. Wieso macht denn der das nicht? Sagst du jetzt gerade, Helme sehen lächerlich aus? Naja, viel fit ist lächerlich. Also viele tragen keine Fahrradhelme oder Motorradhelme, weil sie halt lächerlich aussehen für sie. Ich finde aber, Fahrradhelme sehen gut aus und was sie doch. Die sehen so sexy, Alter. Damals, Dino hat gedacht, er steht nur auf Männer und dann hat er plötzlich mal eine Frau mit Fahrradhelm gesehen. Und Alter, boah, da wusste ich, nee, jetzt bin ich hetero. Nee, also ich bin Fan von sowas. Ich habe selbst kein Fahrradhelm leider, weil die mir zu teuer waren, aber eigentlich will ich mir auch einen zulegen. Ich fahre halt zu selten Fahrrad, aber eigentlich ist das ganz wichtig. Also ich verspreche, ich kaufe mir dieses Jahr noch einen Fahrradhelm. Ja. Macht ihr das bitte auch, liebe Leute. Ich habe passend dazu, bevor wir in die großen Themen kommen, weil es ist ja auch, also, ne, klar, Streamer haben Scheiße gebaut und so, aber es gibt ja auch ein paar große Sachen, die passiert sind. Bevor ich das sage, noch ein kleines Instagram-Video, was ich gesehen habe, so ein Parkour-Typ, ja, das habe ich auch noch nie erlebt. Der versucht, über so eine hüfthohe Mauer, würde ich sagen, so einen Kong-Backflip zu machen, das heißt, du setzt die Hände auf
Ja, also wie ein Bocksprung quasi. Ja. Aber beim Parcours muss man cool sein, deswegen heißt es Kong. Und dann Rückwärtssalto, so. Und der im Oh, Rückwärtssalto ja. knallt er mit dem Hinterkopf an die Kante, von der er abspringt. Dadurch knallt er, also schafft die Drehung nicht ganz, knallt mit den Knien auf, hat den Arm im Weg, ist durch diesen Schlag auf dem Hinterkopf schon in der Luft bewusstlos und schlägt dann nochmal mit dem vorderen Schädel auf. Das war wirklich so. Aber er hat es selber hochgeladen, also dem scheint es gut zu gehen. Oder aus dem Rollstuhl hat das hochgeladen. Ja. Also, der Ah, hätte vielleicht auch einen schwierig. Helm tragen müssen, wobei das macht es ja wiederum schwerer, weil dann hast du noch weniger Platz zwischen dieser Kante und deinem Das war Kopf. auch dann der Trick, die Kunst vielleicht, dass man das trotz dieser kleinen Barriere noch auf dem Kopf das hinkriegt. Wir sind eigentlich beim Skaten, bist auch ein Skaterboy. Ist da auch der Helm ein Ding oder gar nicht? Also im Streetskaten ist das so gut wie gar kein Ding, außer man heißt Andy Anderson. Es gibt wirklich ganz, ganz wenige gerade Profis, die das machen. Wo ich dann halt auch sage, also zum einen, für mein Gewissen sage ich mal, wenn ich so eine Mütze aufhabe, ist das schon besser als gar nichts, was ich ja oft habe. Ja. Die habe ich auch, weil ich im Nacken sehr schnell Sonnenbrand kriege. Aber also wenn du die Wahl hast, auf den Kopf zu fallen mit oder ohne Mütze, willst du schon lieber mit. Auch wenn Ja, es nicht ein sicher. Helm ist. Ja. So, das sag ich mir, ja. Und dann im Streetskaten, ja, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt Rampe fahren würde, da würde ich auf jeden Fall einen Helm tragen. Ja, also nicht jetzt mal irgendwie eine Session hier so ein bisschen hin und her, sondern wirklich, wenn du jeden Tag irgendwie Halfpipe fährst und so, auf jeden Fall. Weil du da dir wird das Brett unter den Füßen weggezogen, hast du Ja. da halt. Und das hast du im Streetfahren weniger, weil du halt auf ebener Fläche bist. Auch da sehe ich dich öfter mal hinfallen, auch wenn ich nur Ich manchmal bin. spontan vorbeilaufe an dem Spot, sehe ich dich oft hinfallen. Ich bin ein einziges Mal in meinem Leben auf den Kopf gefallen. Ja. Ja. Das ist auch gar nicht so lange her, das war vor 2,5 Jahren. Da hatte ich Kopfhörer auf Ja. und es hat tatsächlich, die Kopfhörer haben mich abgefangen. Ich bin so seitlich auf den Kopf gefallen und es waren so fette Alter, Dinger und ja. die haben mich richtig abgefedert. Und weißt du, was ich da gefahren bin? Nämlich eine fucking Rampe. Siehst du? Aber halt so eine kleine Drecksrampe. Alter. Wie dem auch Und gestern sei. hast du mir auch geschrieben, dass du dich wieder verletzt hast und Das ist ja. konntest nicht zum Battle-Rap kommen. Das ist ja ganz normal. Außerdem warst du gar nicht bei dem Battle Rap. Das war jemand anderes, der mir da geschrieben hat. Ach so, das stimmt, Der war ja, so war ich gar komisch, der nicht. sah ganz komisch aus. Ah, hast recht, hast recht. Und das ist was anderes. Weil das Umknicken mit dem Fuß, das gehört ja dazu. Das ist wie, wenn du Posaune spielst und da läuft die Rotze raus. Das ist halt ein Teil dessen. Das Ja, gehört aber einfach so eine Rotze dazu. ist ja nicht so schlimm. Naja. Außer zur Corona-Zeit vielleicht, da war es schwierig. Auch gestern nicht Battle Raps, war eher so Freestyle-Rap quasi, wo es so drei Mikrofone gab und dann standen so 10 Typen im Kreis und haben sich abgewechselt. Auch die haben immer das Mikrofon quasi sich so an den Mund gehalten. Es wäre zur Corona-Zeit nicht möglich Na, gewesen. ich erinnere mich da an so ein Karaoke, wo wir waren, wo Genau, dann so ja. Kaffeefilter über die Mikrofone gezogen worden, so Das war ganz wild, schlecht, hat Alter. nichts gebracht, glaube ich. Es war echt dumm. doch, also die Wissenschaft ist da sich einig. Eigentlich für Kaffeefiltern. Hygienekonzept. Kaffeefilter weiß ich nicht. Nee, Wir auf keinen Fall. hatten für die AIDS-Hilfe damals hat man auch so eine Veranstaltung mit, wo verschiedene Leute gesprochen haben. Da haben wir echt Kondome einfach genommen, die haben die über das Mikrofon drüber gestülpt. Das war Das ist super ja witzig. witzig, ja. Ja. Das ist ja on theme für euch dann. Quasi, ja. War nochmal eine gute Werbung für Kondome. Ja. Ja, das dazu. Also ein Streamer hat sich verletzt. Ich habe Es gibt noch eine witzigerweise. andere Streamer-Sache, die ich erwähnen kann, bevor wir vielleicht zum Ernst des Lebens kommen. Hier mit. Ja, es sind große Sachen passiert die Woche. Ein anderer Streamer, K-Senat, wir hatten ihn schon ganz oft. Ich glaube, das ist auch der. Nee, das ist wieder ein anderer, ne? Der hier in Berlin beim Döner war, ist, glaube ich, nochmal ein anderer gewesen. Vielleicht bin ich auch gerade rassistisch, weil ich glaube, die sind beide schwarz. Vielleicht ist es auch doch der gleiche. Ich bin mir gerade nicht sicher. K-Senat und. Ah ja, das war iShow Speed, war das hier. Ja, Der war genau. nämlich auch in einem anderen Land dann noch irgendwie und da war es wieder irgendwie Aufruhr. Keine Ahnung, wo das wieder war. Scheißegal. K-Senat ist dieser andere. Ich glaube, das ist der besonders kontroverse. Und der hat vermeintlich zum 4. Juli, weil es war ja jetzt ja Independence Day, herzlichen Genau. Glückwunsch, Amerika. Ihr seid im Untergang geweiht, aber feiert schön. Der hat seine Wohnung vermeintlich abgefackelt. Da war wirklich, ich kann dir mal ein Bild zeigen. So ein Riesenset voll mit Böller. Also damals in meiner guten Zeit hatte ich auch so viel. Also ich sehe hier einen Raum voller Böller. Also wirklich wie als wenn ein LKW da Ja. irgendwie stehen geblieben hätte, ist ausgeladen. Also es sind bestimmt 200 Kilo. Und davor so ein Ja. Streaming-Stuhl. So, und dann hat er so einen Typ zu Gast und die streiten sich irgendwie und der zündet dann plötzlich so ein Ding an und alles eskaliert und alles explodiert.
Und aber jetzt ist hier ein Vergleichfoto. Das ist nämlich sein eigentliches Streamingzimmer. Und wenn man da mal hier oben guckt, ja, die Decke sieht etwas anders aus. Hier geht das so rund und ist beleuchtet. Hier sind keine Beleuchtungen. Und der Verdacht ist, dass einfach zum Beispiel Mr. Beast das nachgebaut hat. Mhm. Und das jetzt quasi so ein Stunt ist. Haha, wir brennen jetzt hier so ein Set ab. Also die Leute verarscht. Ja. Aber er ist trotzdem schon krass. Also ich finde es natürlich dumm, weil Klimakrise und wir verheizen hier irgendwie 200 Kilo für Kilo Sprengstoff für irgendwie so einen kurzen Gag. Du siehst vor allem nicht viel, ne? Es geht so kurz so und dann ist nur noch weiß, weil es halt so krass brennt und leuchtet. Aber waren die auch in dem Raum drin, die beiden? Die sind rausgerannt. Okay. Mhm. Ja, du siehst für 5 Sekunden was und dann ist der Bildschirm weiß und es knattert einfach nur noch. Cool. Und dafür, ich meine, ist ein krasses Ding so. Aber irgendwie, die Relation, vielleicht werde ich langsam Boomer, aber das irgendwie ist das den Gag dann doch nicht ganz wert. Nee, ich bin gar kein Fan von so Böller-Zeug, brauche ich nicht. Ja. Tschüss. Das also diese Woche im Streaming-Verse. Ich hatte mal zwei Kumpels, mit denen habe ich mich regelmäßig getroffen zum Wii-Zocken, weil die hatten so eine große Leinwand und so und hatten auch so eine Wohnung, die voller Alexa war. Also so nennt man das jetzt also, wenn ja. Man kifft. Genau. Und ich konnte nicht sagen, Alexa, mach mal dimm das Licht auf 40%. Alexa, fahr die Leinwand runter und so. Ja. So eine Wohnung hatten die halt. Die waren rich und die waren noch recht jung und so. Und waren richtige Nerds. Die haben mich manchmal zum Zocken eingeladen. Jedenfalls haben wir eines Abends mir eine Seite vorgestellt. Die hieß, ich weiß nicht mehr, wie die hieß genau. Muss ich nachgucken. Aber das sind so Porno-Fails. Mhm. Und da haben sie mir gezeigt, von irgendwelchen Twitch-Streams und YouTube-Streams, wenn da irgendwelche Leute irgendwie... E-Fucked. Das kann sein. Ich hab gerade irgendwie E-Fuck aufgeschrieben. Irgendwie so eine Art, genau, was soll man nachgucken. Und da gibt es halt so Videos, wie sie... wie Leute vergessen haben, ihre Kamera auszuschalten, dann masturbieren oder so. Mhm. Oder wie halt irgendwie ihre Genitalien entblößen aus Versehen und so. Oder wie halt... Was auch krass war, irgendwie hat ein Paar Sex gehabt vor der Kamera, weil er dachte, er hat es ausgestellt und der Stream lief weiter und erst als sie fertig waren, wurde er quasi gesperrt oder gebannt. Ja. Erst als es vorbei war. Oder so ein Typ, der saß halt da, hat nur den Oberkörper gezeigt, aber ihm wurde einer von seiner Freundin geblasen währenddessen. Das war dann wahrscheinlich so Grauzone, ich habe es nicht richtig erkannt, aber alle wussten Bescheid, so aha, das passiert also gerade. Also glaub, sich das so hatten wir sogar mal als Thema. So entspannt, kann sein, zurückgelehnt irgendwie und es das war... Sieht man so, ich weiß nicht, ob das ist, aber es gab so eins, wo man in der Reflexion irgendwie unterm Tisch da Wuling sieht. Das war was anderes, glaube ich, aber jedenfalls war das so, genau, das fand ich total spannend, dass es dann das erste Mal zu Ende war, das Stream, als dann auch der Akt zu Ende war. Ja. Fand ich witzig. Diese Seite übrigens, wenn du da mal an die tiefen Recherche gehst, die wird dir nicht so sehr gefallen, glaube ich, weil da ist auch, also, da werden halt auch Sachen gezeigt, die nicht so cool sind, sag ich mal. Wo Leute jetzt vielleicht nicht so konsenten und so. Das stimmt, ja, es gab auch eine Szene, wo sich ein bisschen drüber lustig gemacht wird, wenn irgendwie schlimme Sachen mal am Set passieren oder Leute einen Mental Breakdown haben oder so. Ja, stimmt, es gab eins, wo sie im Porno gedreht haben und der Mann hat die Frau ohne Konsens einfach angepinkelt, sie ist dann übelst durchgedreht und meint, ey, das ist doch nur Wasser, ich habe ganz viel getrunken vorher, hab meine Nieren freigespült, hier, ich trinke selber, da, nur Wasser. Und sie halt so, nee, ich wollte das aber nicht und das fand ich echt schlimm, die arme Frau, ey. Also es geht, also auch wenn ihr nur Wasser pinkelt, man pinkelt niemanden an, ohne zu fragen. Ist ja echt schwierig, ne? Also theoretisch, das sind ja Actor, so theoretisch kann das auch vorher abgesprochen sein, ja, dass sie das halt so acten und das macht's halt ein bisschen dumm irgendwie, aber wenn das halt gegen ihren Willen passiert, ist schon echt mies. Eben, so. Eben. Na, das als kurzer. Weil es ist jetzt keine Vanilla-Sache, ne? Also keine. Wenn man jetzt sagt, ohne das vorher abgesprochen zu haben, hau ich dir mal meinen Schwenges auf den Kitzler oder was weiß ich, ja. Nee, es geht da würde ich sagen, so, das ja, kann so, im Affekt noch passieren. Ja, das ja. Das ist noch im Bereich des klar, passiert halt. Coitus, aber anpissen ja. Ist halt. Ja. Das sollte man vorher drüber reden. Danke fürs Einordnen. Bitteschön. Ich als Pisse-Experte. Gott. Wer ein Experte im Einpissen werden könnte, ist Joe Biden. Oh, ja. Wir müssen drüber sprechen. War das schon mal Thema? Nee, ne? Die Debatte war letzte Woche Thema, aber genau. Es ist ja diese Woche aber noch ein bisschen Memes. Passiert. Genau, und es kam halt Memes hervor irgendwie.
Also, ja, da geht's wieder um Wrestling, guck mal. Ich wollte es gar nicht erklären, ich wollte es nur zeigen, aber es gibt jedenfalls Memes, wo Joe Biden halt richtig verwirrt irgendwie so nach rechts guckt und wie gesagt, irgendwie so Memes wie von wegen, wenn du pupst und du spürst aber, dass du dich eingekackt hast, so, dann Joe Bidens Gesicht. Ja. Oder hier in dem Fall ist ein Wrestling-Gag, wird keiner verstehen, Clash Shatters, also Glas zerspringt, Vince McMahon, Doppelpunkt, guckt halt so. Das ist halt, weißt du, Stone Cold Steve Austin, sein Erzfeind, halt als Musik, Einlaufmusik so ein Glas-Dings hatte, genau. Und wenn er reinkam, wusste Vince McMahon, er kriegt dann auf dem Arsch, so. Ja. Genau, es ist halt zu Meme geworden, wie Joe Biden sich halt irgendwie verwirrt neben die Kamera guckt und so. Und daraufhin resultierten jetzt ganz viele Gerüchte, dass viele unzufrieden sind, auch mit Joe Bidens Performance und er abtreten soll. Und er angeblich selbst überlegt, noch zurückzutreten. Das ist halt schon aber wieder alte Gerüchte, News. Aber sollen halt Gerüchte sein. Das ist sein, wieder, ne? Alte News. Der hat ein Interview gegeben und also das ist alles desaströs. Das muss man jetzt mal sagen. Leute, ihr könnt ja auch mal in den Kommentaren sagen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Amerika ist halt für mich schon ein Leidenschaftsthema, ja, aber vielleicht nicht für alle Leute da draußen. Ja. Das ist jetzt gerade wieder ein großes Thema auf jeden Fall. Weil die Wahlen so, ja auch anstehen. Ne? Weil die Wahlen anstehen, nicht nur da. Wir haben ja in Deutschland auch Wahlen. Weiß jetzt nicht, welche Parteien da alle gewählt werden, Tino. Ne? Ja. Ich will es gar nicht wissen. Es ist schließlich Juli. Und ja, deswegen weiß ich immer nicht, ob ich das jetzt so ausführlich machen soll oder lieber so kurz abhaken. Je nachdem, wie das Interesse so ist, ja, könnt ihr mal kommentieren, mal Feedback geben, wie dem auch sei. Jetzt ist es gerade wirklich relevant, denn er hat ein Interview gegeben und da sagt er solche Sachen wie, nur Gott alleine kann mich davon abhalten, ja, was eine absolute Hybris ist, schon wieder so, also, er kann ja von mir aus gläubig sein, aber so dieses, das in Gottes Hand zu legen, das ist schon wieder ganz finster. Er wirkt auch nicht so fit. Man muss sagen, es ist auch kein Softball-Interview. Also da wurden schon auch harte Fragen gestellt. Eigentlich so eine halbe Stunde lang. Ja, bist du jetzt eigentlich senil? Bist du jetzt eigentlich senil? So mehr oder weniger. Und es hilft ja halt auch nichts, dass er wieder so redet. Ungünstig. Ich war ja erschrocken von dem Duell. Ich wusste nicht, wie senil er eigentlich ist. Naja. Oder wie er wirkt zumindest. Ich glaube schon, dass das teilweise richtig ist, dass er halt einfach ab einer gewissen Uhrzeit... Das ist halt bei älteren Menschen so ein bisschen nachlässt. So. Aber bist du nicht mehr richtig in dem Amt? Natürlich nicht. So, steht außer Frage. Aber es gab ein Treffen mit ganz vielen Gouverneuren. Die haben erstmal sich hinter ihm versammelt und gesagt, hier, wir supporten das, dass du weiter drin bleibst. Und da hat er auch gesagt, mir geht's eigentlich ganz gut, es ist nur mein Gehirn. It's just my brain. Ja, nur, und das ja, ist auch toll. Ein Satz, den du nicht hören willst. Und nee, alle Gouverneure so, haha, witzig, hihihi. Einer meinte dann so, okay, ist das jetzt, ist eigentlich nicht, was man hören will vom Präsidenten. Andersrum wäre es besser, wenn irgendwie, ich weiß nicht, er kann nicht mehr laufen oder wenn er Rollstuhl sitzt, aber sein Hirn funktioniert noch. Das wäre ja noch in Ordnung, aber sagen, da gab es ja auch Präsidenten. Ich kann auch Präsident werden, mein Hirn geht noch nicht mehr richtig. Das ist nicht der Way to go. Ja, ganz, ganz finster. Gleichzeitig ist Trump aber auch ein bisschen am Rudern, weil jetzt langsam dieses Project 2025, was ich das letzte Mal angerissen habe, so in die Mainstream-Öffentlichkeit rückt. Also wirklich so ein Playbook, wie installieren wir hier Faschismus? Wir ersetzen alle Leute, die irgendwie anderer politischer Meinung sind und so. Christentum wird die Staatsreligion, obwohl ja Separation of Church and State eigentlich besteht. Ja. All solche Sachen und da hat er jetzt direkt gesagt, ich weiß nicht, was das ist, dieses Projekt, aber ich weiß nicht genau, wie er es formuliert hat. I disagree with some of it oder so. Aber das passt ja gar nicht. Er weiß nicht, was es ist, aber manches davon, da disagreed er und bei dem anderen, also es hält wieder das so offen. Aber soll halt für die Normie-Gesellschaft suggerieren, ey, nee, ich mach keinen Faschismus, alles super. Das war doch wie mit dem Brief von Kim Jong-un, als er meinte irgendwie, der Brief ist der beste, den ich je gelesen habe, ist richtig süß. Ja. Und dann im nächsten Satz, ich habe noch nicht lesen können, aber er ist super süß und so. Ja. Das ist ja der klare Trump-Widerspruch. Du hast hier schon wieder offen irgendwelche Alternativen zu Joe Biden. Wie gesagt, aktuell sieht es eher nicht so aus, als ob das passiert. Das muss auch, wenn da was passiert, bis Mitte August sein, weil da wird das finale Statement gemacht, wer wird der demokratische Nominee. Genau. Das bei den Republikanern ist ein paar Tage vorher, das ist noch im Juli. Und das Ding ist, was ich mir so überlegt habe, warum kann man nicht einfach jemanden neuen wählen und bitte nicht Michelle Obama, nur weil die mal eine Frau im Weißen Haus war. Nee, nicht nur deswegen, sondern weil die Umfragen aussehen. Ja, aber dann, nee. Also Haus hoch, tatsächlich. Ja, aber das ist ja keine Politikerin. Das ist doch nicht so wichtig. Und also ganz vorne... Das ist Trump auch nicht.
Eine Kamala Harris ist wahrscheinlich trotzdem noch vorne. Ich habe jetzt keine Dingsens vorne, vor mir, keine Statistiken. Dann gibt es noch Gavin Newsom aus Kalifornien, der Gouverneur, der Governator, der neue. Der allerdings weiß ich nicht, ob das so gut ankommt, weil die Republikaner und die Normies finden ja diesen Kalifornien-Lifestyle ziemlich scheiße, so dieses super progressive, sage ich mal, für amerikanische Verhältnisse. Deswegen glaube ich nicht, dass der, obwohl der beliebt ist, das machen würde. Dann gibt es noch Gretchen Whitmer. Die könnte wahrscheinlich diese Swing States mehr für sich entscheiden, weil die halt aus diesen Regionen kommt und da halt auch Governor ist. Ich glaube, Michigan müsste das gewesen sein. Die sollte mal gekidnappt werden, da haben wir auch mal drüber Ah gesprochen. ja, Das ist erinnere mich, auch ja. 2, 3 Jahre her. Ja, so, und das sehe ich alles noch eher als Michelle Obama. Aber mein Plan wäre ja, Sie will ne, ja auch pass gar auf, nicht. sie soll auch nicht. Das war nur eine Frage. Das ist, da gibt es so einen geilen Skit von Bill Burr drüber. Weil, wenn du, also, weil die sich ja auch, als sie im Weißen Haus weiße Frau war, weiße Frau, Nee, witzig. das war sie nicht. Da hat die sich halt öfter mal so eingemischt, sage ich mal. Und er sagt so, ja, aber wenn ich einen Klempner zu mir nach Hause bestelle, will ich auch nicht, dass seine Frau ihm über die Schulter guckt und sagt, ich weiß, dass du so reagierst, aber Bill Burr macht das ja hervorragend. Das ist wirklich sehr, sehr Ja, gut. ich verstehe schon, Es geht ja auch was er nicht darum, dass sie meint, eine Frau aber. ist. Wenn der Klempner, wenn das eine Klempnerin ist, will er auch nicht, dass der Mann ihr über die Schulter Das weiß ich schaut und nicht, ob das so sagt. ist. Doch, so, anyways, der Klempner wurde angerufen, nicht ich, Michelle Obama. Ja, aber Barack darf ja nicht mehr antreten, der ist schon zweimal Zeit Der hinter soll sich. auch nicht mehr, der wird auch nicht mehr. Nee, er will nicht, das ist Die ja Leute eigentlich sind klar. ausgerastet. Guck doch mal, was mit den Leuten passiert ist, als der erste schwarze Präsident war. Deswegen ist doch jetzt diese ganze Scheiße, weil die völlig durchgedreht Aber er war sind. doch völlig, völlig beliebt, Barack Ja, zum Obama. Ende hin nicht mehr so. Außerdem war der jetzt auch nicht so der verdiente Friedensnobelpreisträger. Ich sag's, Natürlich wie es ist. nicht, Der aber hat die halt. Drone-Strikes erhöht. Ja, ist ja alles richtig, aber ich sage nur laut Umfragen zumindest, wäre Michelle Obama halt Haushochsiegerin vor Trump, was ich spannend finde. Und sie will ja auch gar Meine nicht. Idee wäre, Halt's Maul, Joe Biden, ja, Step Back, irgendein von denen, die jetzt erwähnt wurden, außer Michelle Obama, und er einfach als Vizepräsident, weißt du, dann ist er ja trotzdem noch da und die Leute, die jetzt irgendwie die beiden Ultras sind, können sagen, ja, wenn ich jetzt das Ticket wähle, ist er ja immer noch da, ist ja schön, aber halt weg aus dieser Spitzenposition. Ja, aber das ist, glaube ich, fürs Ego schlecht. Ich glaube nicht, dass ein Präsident als nächstes als Ja, und Vize. das ist halt das Problem. Das ist nämlich auch der letzte Satz, den ich noch dazu jetzt sagen will. Er meinte, dass wenn er gegen Trump verliert, ja, dann ist das Wichtige, dass ich weiß, dass ich alles versucht habe. Und das ist auch Das nicht der stimmt richtige nicht, Satz, ja. wenn du auf der einen Seite kommunizierst, dass es hier um die Demokratie an sich geht, dass das komplett in Faschismus abdriftet, wenn er verliert, und dann sagst du, naja, ich habe es wenigstens versucht. Das kann nicht das Narrativ sein. Und ich glaube wirklich langsam, dass der so ein bisschen da sein Ego verletzt sieht, wenn er jetzt zurück, dass er nicht in der Lage ist einzusehen, dass er vielleicht doch nicht mehr so fit ist. Oder es kommt noch. Also kann er auch noch sterben bis dahin oder abgewählt werden. Also wenn das nach dem August passiert, weiß ich nicht, was dann los ist. Also wie gesagt, dieser August, da wird der final der Nominee Also verkündet. sie müssen es bis dahin entschieden haben. Danach wäre es blöd, wenn er gewählt wird, also als Kandidat gewählt wird, Und dann dann stirbt, zurücktritt oder so, dann dann gibt ist es es schwierig. Chaos. Ja, das glaube ich auch. Ja, komm, und letztes noch Amerikamäßige. Mark Zuckerberg. Zuck heißt er. Auf Instagram. 20 Millionen Aufrufe. Er auf dem Surfbrett. Mit Ist einer ihm gar nicht ähnlich. Amerika-Fahne. Macht das nicht jedes Jahr, dass er irgendwie so auf dem Surfbrett und in Amerika fahren hat und Es rumfährt? ist einfach ein virales Ding. Der Zuck, der hat sich komplett irgendwie. Irgendwie hat er so einen Imagewechsel gemacht, weil alle haben den immer ausgelacht. Guck mal diesen Roboter an und jetzt feiern den alle, weil der surfen kann, I guess. Hat er schon öfter gemacht, dass er gesurft ist mit der Ja, USA-Fahne. klar, aber also dieses Video ist halt super viral gegangen. Darum geht's. Seine anderen Videos sind nicht so viral. Ja, Glückwunsch an Dass der halt auch Zuckerberg. dieses The Suck embraced hat. Der hat den Philipp Amthor gemacht so ein bisschen. Ja. Der hat halt, also dieses The Suck, ja, also Zuck, ne? Das war eher so ein Meme gegen ihn und er hat es jetzt völlig angenommen. Das haben ja auch die Queers gemacht, also die Gay-Community hat ja auch damals das Wort queer quasi wieder gut besetzt, sozusagen. Und das machen ja weibliche Personen mit dem F-Wort ja auch, was ich auch nicht erwähnen möchte. Das nutzen sie, Fotze. ja. Das nutzen sie. Ist das jetzt auch so ein ganz schwieriges Wort? Also ich wusste, dass es halt schon länger diskutiert wird, so ob man das noch so aussprechen soll als Person, die keine hat.
Und keine Fotze. Genau. Und mir. Das lasse ich mir nicht leben. Mir wurde jetzt vor ein paar Tagen. Das hat auch so eine geile Phonetik. Von Personen, ich war mit solchen Personen im Kreis, die eine haben. Und die haben mir gesagt, sie sind dafür, dass es nur Menschen benutzen dürfen, die eine haben. Deswegen, ich habe keine. Okay. Dann dürfen wir auch nur noch Leute, die einen Schwanz haben, Schwanz sagen. Von mir ganz aus. Ganz klar. Nee, darum geht's ja nicht. Es geht ja, das ist egal. Ich weiß nicht, ich das verstehe, dass Fotze ein bisschen härter konnotiert ist als Schwanz. Ja. Wahrscheinlich gibt's kein richtiges... Oder um Frauen herabzuwürdigen. Das muss man auch dazu sagen. Darum geht's ja, ne? Ja. Da geht's ja wieder ein bisschen aber um Privilegien. Aber es gibt ja auch Wörter, die Männer herabwürdigen. Ja, aber wer ganz oben steht, den kannst du nicht herabwürdigen. Männer stehen ganz oben. Punkt. Fätzchen, lass ich mir nicht nehmen. Das ist so, ich habe damals, Maggie hatte gesagt, wie unangenehm sie dieses Wort findet. Nicht ja. Jetzt, weil es irgendwie beleidigend ist, sondern weil es so widerlich klingt für sie. Ja. Da habe ich ihr immer Fätzchen ins Ohr geflüstert und da ist sie so zusammengezuckt. Ja, ist auch eklig. Und das ist einfach, eine schöne Erinnerung. Ja, das klingt aber auch komisch. Was nicht komisch ist, also nicht wirklich, wobei ein bisschen schon, es ist eine neue Serie, die es auf X gibt, ehemals Twitter. Und zwar heißt sie The New Norm. Es ist quasi eine Anti-Woke Animated Sitcom, also eine Serie, die animiert ist, die halt wie eine Sitcom aussieht. Und dann geht es halt auch darum, dass ja die alten, guten Werte in den Schmutz gezogen werden. Und der Main-Character ist halt, glaube ich, ob der Norm heißt, weiß ich gar nicht, aber so ein alter, weißer Mann halt, der halt auf der Couch sitzt und Bier trinkt. Da gibt es irgendwie eine Tochter, die irgendwie, weiß ich nicht, Gras konsumiert. Und dann gibt es noch ein Woke Warrior, der in das Haus einzieht, um halt irgendwie den Mann zur Vernunft zu bringen, damit er halt auch woke wird. Und der ist halt irgendwie nicht binär, der Typ und so, hat eine Corona-Maske auf. Genau, und das Narrativ in der Serie ist halt, dass der Norm hat so eine Fußfessel um, wurde halt bestraft, weil er halt nicht woke ist. Hm. Und der Twist ist dann aber am Ende der Folge, dass sein bester Freund ein Schwarzer ist. Hm. Ich bin doch kein Rassist, ich hab doch einen Schwarzen und auch Schwarze müssen nicht woke sein und so. Und die greifen quasi alles auf, was woke ist und machen sich darüber lustig, aber irgendwie fehlt der Humor so ein bisschen. Also es ist irgendwie so ein bisschen... Nur der Humor fehlt, machen. Obwohl ein Laughing Track drin ist, was genau. Ich ja ganz, ganz merkwürdig finde. Ja. Also natürlich passt das in diesen konservativen Vibe rein, dass man alte Dinge irgendwie nochmal wiederbeleben will. Aber also ich dachte, darüber sind wir hinweg, dass da irgendwie so Laughing Tracks halt, ne, ihr versteht, was ich meine, im Hintergrund sind. So, hier bitte lachen, hier ist gerade etwas Lustiges passiert, Und es funktioniert halt gar nicht. Und erst recht halt, weil... Dass eine animierte Serie ist. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal eine animierte Serie gemacht hat. Also wahrscheinlich, aber ich wüsste gerade keine. Normalerweise ist das ja so, weil das vor Live-Audience aufgenommen wird, dass da wirklich halt Leute lachen. Oder im Zweifel wird es eingespielt. Aber das ist halt näher dran, weil es einfach tatsächlich so gemacht wurde. Aber bei einer animierten Serie ist das so komisch. Das geht auch. Bei mit Your Mother wurde ja auch quasi nicht vor Publikum gedreht, aber es gab trotzdem echte Lacher. Die haben quasi gefilmt, geschnitten, dann im Live-Publikum gezeigt, dann die Lache aufgenommen. Hätten sie hier ja auch machen können. Aber hätte keiner gelacht. Es ist halt, also ich, keine Ahnung, man sieht erstmal nur so 3 Minuten. Ich weiß nicht, ob da schon mehr gibt. Diese 3 Minuten habe ich mir angeguckt. Ja, ich habe es angeschaut. Ist nicht witzig, ist jetzt aber auch nicht, ist jetzt irgendwie auch nicht so scheiße, dass ich da jetzt irgendwie lange drüber reden könnte. Es ist halt einfach so komplett belanglos. Es ist komplett erwartbar und... Ich würde auch sagen, irgendwie tonal haben die ein Problem, weil eigentlich müsste ja der Normtyp als der Clevere rüberkommen. Aber er ist ja auch trotzdem irgendwie der Butt of the Joke. So. Ja. Irgendwie ist er halt ein Dulli und deswegen verstehe ich das überhaupt nicht. Wen soll das jetzt genau adressieren? Weil eigentlich müssten ja die ganzen Hardkonservativen sich das angucken und ja, genau, der Norm, endlich wird da mal in die Pfanne gehauen. Und klar geht's auch gegen die non-binäre Person da und so. Mhm. Aber die wirkt jetzt nicht, als wäre die irgendwie eine Scheißperson. Eher überempfindlich wird sie dargestellt, die Person. Ja. Also sie zu einem sagt, oh mein Gott, nein, er hat das gesagt und das gemacht. Ja, aber auch irgendwie halt gleichzeitig, das ist halt wieder dieses, ne, was wir auch bei Hitler schon hatten. Der Jude ist gleichzeitig allmächtig und trotzdem eine kleine Ratte, die gar nichts kann. So, der Feind ist immer super mächtig und super schwach gleichzeitig. Genau. Das ist auch absolutes Faschismus-Playbook. Und bei ihm ist es halt auch so... Der Norm ist irgendwie zweifelt alles an, ist aber irgendwie so ein Dulli und die nicht-binäre Person ist gleichzeitig super fragil und dann aber so telefoniert ja irgendwie mit, weiß ich nicht, mit der Regierung genau, oder sowas. Und so, ja, wir kriegen das hin, und es ist halt so ein cunning
weiß ich nicht, Doppelagent. Mhm. Ganz komisch. Muss man sich eigentlich nicht angucken, aber ja, seit Elon Musk Twitter übernommen hat, kommen da nur gute Sachen. Das ist nämlich die allererste Serie, die jetzt auf Twitter läuft. Twitter, niemals known as X. Sie nennen es auch selber das House Park of X. Ganz, ganz finster. Ja, Legalized Humor. Ja, witzig. Und dann dieses hässliche Smiley dazu. Ich hasse das. Das ist das schlimmste Smiley von allen. Dieses Lach-Smiley mit den Lachtränen. Das ist das Allerschlimmste. Naja, es gibt auch ein schlimmes Deppen-Smiley genannt. Ja. Ja, also ich fand die Serie schon unterhaltsam. Ich werde es mir nochmal angucken ein bisschen, echt, wie es weitergeht. Weil ich fand die echt witzig, einfach so aus Fremdscham. Hm. Es wirkt fast ein bisschen so, als hätten das Woke-Leute gemacht, um sich über die Anti-Woke lustig zu machen. Also echt nicht gut gemacht, aber irgendwie auch unterhaltsam. Hm. Klar kann man jetzt auch sagen, man supportet die halt irgendwie damit, aber trotzdem, ich finde es ganz gut. Naja, wenn wir jetzt über Politik reden, müssen wir nochmal kurz nach England gehen. Ja? Es tut mir leid, Leute, diese Woche ist etwas Politik heftig, kann nichts dafür, dass die hier alle aber wählen. Aber nicht durch mich, ich habe mein Politik-Part rausgenommen. Ich weiß nicht, wovon du redest. In Frankreich sind ja auch Dinge passiert, Le Pen auf jeden Fall richtig den Pen am Schwingen. Ach, die französischen Faschos dürfen wir erwähnen, ja, aber nicht die deutschen Faschos. Allerdings in England, die zeigen uns, wie man es richtig macht. Ja, da hat nämlich die Labour Party in einem Landslide gewonnen, wobei man da ein kleines Sternchen ransetzen muss. Kein Gender-Sternchen, sondern eine Fußnote. Und zwar die totalen Stimmen haben tatsächlich abgenommen. Das waren irgendwie jetzt 9,5 oder so diese Wahl. Und bei der letzten Wahl waren es über 10 Millionen. Mhm. Aber im Verhältnis sind sie halt sehr viel. Also die Tories... Die waren ja jetzt, weiß nicht, 16 Jahre oder so, richtig, richtig am Rumrödeln. Und die wurden sowas von abgewatscht jetzt. Die wurden in der Prognose hieß es noch, dass die vielleicht sogar unter 100 kommen. Jetzt sind sie aber bei 120 ungefähr gelandet, glaube ich. Und die Labour Party hat 410, wenn ich das richtig im Kopf habe. Habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, weil zu faul. Und das ist insane. Ja, man muss aber dazu sagen, die Labour Party ist jetzt auch nicht irgendwie, ist jetzt nicht so progressiv, wie man es vielleicht denkt. Und die würde wahrscheinlich so hinkommen wie die Demokraten in Amerika. So, so gemäßigt sozialdemokratisch. Ja. Die haben sich ja ein bisschen verändert in den letzten Jahren und ist natürlich trotzdem schön. Ja. Mhm. Und für mich das absolute Highlight, was das betrifft, ist Jonathan Pye. Den hatten wir schon mal gesprochen. Ja. Ich weiß nicht, ob du den aktiv verfolgst. Das ist ja eine Kunstfigur, der immer so einen Reporter mimt. Ein Reporter, der quasi immer seinen normalen Bericht macht. Also das Video beginnt jedes Mal. Er beendet seinen normalen Bericht, die ersten 10 Sekunden. Und dann so, haha, Kameras aus. Jetzt sage ich mal wirklich, was hier los ist. Mhm. Und rastet übelst aus. Und unter diesem Kontext, dass er halt immer übelst ausrastet und die englische Regierung basht, ist dieses neue Video so großartig, weil er es ist quasi so ein Musikvideo, was er so synchronisiert, Thank You und so singt. Und dann sieht man so die Highlights der letzten Jahrzehnte, diese ganzen, wenn Boris Johnson irgendein kleines Kind umruppt und so. Ja. Und wie heißt das, Sunak in der Homeless, im Homeless-Shelter so das Essen ausgibt und dann so einen Obdachlosen fragt, ob der im Business arbeitet. Ja. Are you in business? Nur solche Highlights halt. Und es ist ein super geiles Video, weil das ist das erste Mal, dass er halt nicht die Pulsader hier am Hals schlackern hat, weil er so wütend ist, sondern einfach super glücklich ist. Der britische Gernot Hassknecht quasi. So ein bisschen, ja. Und das ist ein absolutes Highlight für mich. Also sind nicht überall die Rechten auf dem Vormarsch, sondern es gibt auch irgendwie Länder, wo es gerade besser läuft. Ja, aber merkst du was? Die haben sich von Europa losgesagt. Europa wird ganz rechts und auf einmal... Na, von der EU zumindest haben sie sich losgelöst. Nicht von Europa. Ja, weißt du, also geografisch können sie sich nicht irgendwie weg... Naja, pass mal auf, das geht ganz schnell. Wenn sie ihre Insel haben... Bisschen weg... Sprengstoff, ein Paddel und los geht's. Oder sie werfen so einen Anker in die USA irgendwie und ziehen sich so ran. Das wäre echt witzig. Ja, aber das zeigt irgendwie auch nochmal ein bisschen, dass Regierungen eher rausgewählt werden, statt neue Regierungen rein. Also, weißt du, in Deutschland werden auch, die Ampel wird halt abgewatscht und nicht unbedingt, weil man das so geil findet, was die AfD... Scheiße. Aha. Guck. Wir gehen schnell zu einem anderen Thema. Du hast ja erst gesagt, nicht. Deutschland ist raus bei der EM, Fußball... Ich hab's quasi live erlebt am Rande. Ich saß gestern noch am Teeplatz, wo rundherum Leute EM geschaut haben. Und manchmal ging es so, ja, manchmal so, Dann war so den Live-Ticker verfolgt, so am Telefon. Und dann war es irgendwie schon so 2-1.
Und wir dachten schon so, uiuiui, werden wir jetzt echt rausfliegen, und es ist dann passiert und ich fand es. Ja, es war in der letzten Minute. Ja. Also es war ein absoluter Krimi-Tino, da hast du richtig was verpasst. Ja, voll. Ist so, weil es war Nachspielzeit und in der allerletzten Minute der Nachspielzeit hat dann Deutschland noch ein Tor gefressen. Und es war auch ein richtig stronges Tor, muss man sagen. Sonst hätte es ja ein Elfmeterschießen gegeben. Ja. Wobei ich gar nicht weiß, ob da Deutschland Favorit gewesen wäre. Da bin ich jetzt nicht deep genug drin, wie die da alle rumbolzen. Aber es war geil. Aber ich beschwere mich nicht. Spanien ist mein zweitliebstes Ausland. Von mir aus. Es ist trotzdem traurig, dass wir raus sind. Ja. Warum? Aus ist, naja, weil die Stimmung halt geil ist. Ja, naja. Das ist halt wieder so ein Prinzip-Anti-Ding. Nee, so ein paar fahren weniger jetzt, finde ich ganz schön eigentlich. Ja, aber stell dir doch mal vor, wenn statt Fußball das jetzt Wrestling wäre. Ist auch geil, Wrestling, Fußball nicht. Ja, das nee, das guck doch mal, ich gucke doch Fußball auch nicht, weil ich diesen Sport so mega geil finde. Ja, selber schuld. Sondern weil dieses ganze Gefühl drumherum, und es gibt keinen anderen Sport, der das mit den Menschen macht. So, dass wirklich so viele Millionen, Milliarden Leute da auf dieses eine Event sind's gucken. Milliarden? Ich würde sagen, nein. Also pass mal auf. Wie viele Leute wohnen in Europa? 450 Millionen. Die Hälfte davon interessiert sich vielleicht mindestens marginal für Fußball. Und die Amis gucken auf jeden Fall auch mit. Und dann haben wir ja noch ganz viele Asiaten, die, also eine Milliarde kommt bestimmt zusammen, die das verfolgt. Das weltweit größte Sportereignis ja. ist WrestleMania. Das kann mir keiner nehmen. Okay. Fakt. Ja, also ich finde es schade. Ich nicht. Aber also jetzt muss natürlich auch Spanien gewinnen, damit wir gegen den Westen um unser Gesicht sind. Zu wahren. Ja. Ja. Ich habe noch ein paar EM-News. Und zwar bevor wir ausgeflogen sind, gab es noch ein Skandälchen um einen Sponsoren, BYD. Das war mal so an den Bannern am Spielfeldrand. Ja. Das Ding ist, dass BYD.com ist halt eine richtige Firma, eine seriöse Firma. Aber die Deutschen, wenn die byd.de eingegeben haben, kamen ja auf eine Seite, die hieß Build Your Dildo. Mhm. Und das war irgendwie witzig für viele und das wurde offenbar nicht gecheckt. Aber jetzt kam raus, dass es auch nur ein Gag war von einer Marketingfirma, die nämlich gesehen haben, ey, wir haben noch byd.de als Domain. Lass doch einfach aus Spaß der Build Your Dildo Website machen. Mhm. Und haben die Menschen getrollt, die quasi auf BYD gehen wollten. Witzig, aber wie kann man denn den Dildo da bilden? Was hat man denn da für Options? Also, das Material? Oh fuck, also muss ich nochmal gucken. Also ich habe mal gehört von Leuten, ja. Also das hat nichts mit mir zu tun. Gehört. Man kann quasi seinen Penis in so eine Gips, also eingipsen quasi. Also du hast dann so einen Zylinder, da machst du so eine Masse rein, weißt du? Klingt und dann nach Sex. Dann hältst du da, du hast einen Zylinder, da machst du eine Masse rein. Dann machst du dann so eine, wie sagt man, so eine nicht Flüssigkeit, aber so eine Masse rein, schiebst deinen Penis quasi drüber. Und dann muss halt irrigiert sein, dein Penis, und muss dann eine Viertelstunde auch irrigiert bleiben. Und dann musst du quasi warten, bis es getrocknet ist. Völlig unmöglich, weiß. Dann rausziehen, das kennen ja die meisten, rausziehen, rechtzeitig. Und dann halt muss man das mit so einer Gummimasse, mit so einem auffüllen. Hast du gerade als AIDS-Helfer richtig schlechten Sexual-Advice gegeben hier? Ja. Rausziehen rechtzeitig. aus der Gipsmasse. Aha. Und dann quasi so eine Gummifüllung und dann hast du deinen eigenen Dildo nach einem Tag. Ja. Habe ich gehört. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das machen ja manche Prominente, die irgendwie ihre... Das war krass, als wir in Wien waren, waren wir auch in so einem Sexshop und da gab es halt tatsächlich von PornodarstellerInnen, also von Freunden von Männern auch und Leuten anderen Geschlechts, die haben ihre Geschlechtsteile quasi verkauft als Dildos oder halt so als Masturbator. Mhm. Dass sie die gleiche Form hatten. Total faszinierend. Jedenfalls. So kann man das auch überprüfen? Also, ja, das sind ja Pornodarsteller. Und wenn du die siehst, dann kannst du vergleichen mit dem, was du gekauft hast. Hast du der Pimmel aus wie im Film? Hm. Ja. Ist doch witzig. Ja, ich weiß nicht. Also, ich wittere da nur schon wieder so Corporate Bullshit, so von wegen, weißt du, das kommt ja aus China, aus irgendeinem so Massenlager. Ja, ja, das ist das Fötzchen von der da. Aber ich hoffe, Maggie hört nicht zu. Also, ich habe es nicht kontrolliert, ne, aber ich gehe davon aus, wenn es PornodarstellerInnen sind, dass man das ja auch sieht und die dann abgleichen können, die wahren Fans, wie die aussehen, und dann können die das dann quasi benutzen zum Masturbieren. Na gut. Das als Ausflug dazu. Dann gab es noch ein. Das ist irgendwie alles ganz komisch. Ja. Also.
witzig, ne? Nein, dieser Hype, also dieser, also eine Pornodarstellung, so ein Stardom zu haben, dass man sagt, ich brauche jetzt genau diese Form, das ist irgendwie ganz absurd. Aber doch, wenn du halt schon jahrelang dir drauf klopfst, auf die Person so, und dann willst du die auch mal irgendwie kennenlernen, anfassen oder so, und am nächsten kommst du der Person halt... Aber es ist ungesund, so ein Verhältnis zu haben zu einem Pornodarsteller. Das verurteilst du jetzt einfach so frecherweise. Naja, also wenn man obsessed ist über so eine... Das ist ja parasozial. Ich finde es ja krasser, wenn die auf irgendwelchen Erotik-Conventions sind, dann siehst du mal diese Männer meistens, die alles füllen, so die nackten Frauen und so. Naja, gut. Und was ich auch krass finde, das habe ich aber auch nur am Rande gehört, ist, also es PornodarstellerInnen gibt, die auf Messen sich auch manchmal so Leute nehmen und mit denen spontan Filmchen drehen. Da gab es zum Beispiel Sexy Cora, die ist gestorben bei einer Brustvergrößerungs-OP. Gott hab sie selig. Mach das nicht. All breasts are beautiful. Das sehe ich genauso. Jedenfalls hat sie jetzt Filme von ihr, wo sie auf der Erotikmesse war. Da hat sie mit so Typen gesprochen, hat die spontan, ich weiß nicht, ob das wie echt es ist, aber wurde so erzählt, hat sie mit Typen quasi dann Filme gedreht. Ist dann mit denen ins Hotelzimmer, dann mit denen halt mit ihren Fans Filme gemacht. Und das fand ich total faszinierend. Irgendwelche so Amateure mit so Pornostars zusammen. Das spielt ja dann mit dieser parasozialen Ader. Weil Leute, die das dann wiederum schauen, können sich da reinversetzen, oh, wenn ich auch auf so eine Messe gehe, vielleicht bin ich's dann. Genau. Ja, ja, das ist auch nicht so schwierig. Ich möchte das bitte zurücknehmen, weil das entspricht nicht ganz meiner Ideologie. Nicht alle Breasts sind beautiful, weil wenn es alle sind, ist es keins, so funktioniert das nicht. Aber macht keine Brustvergrößerung. Nö, ich würde schon sagen, dass alle Brüste schön sind. Ne? Schönheit ist ja subjektiv. Erstens das ist subjektiv, das auf jeden das Fall. Ist das Erste. Aber nicht, also auch wenn es subjektiv ist, jeder Mensch, der irgendwie eine Brust oder vor sich 10 Brüste aufgereiht hat, könnte trotzdem vielleicht für sich sagen, welche Form er bevorzugt. Ja, präferieren. Und das wird ein bisschen hinten runtergefallen gelassen und sagt, all breasts are beautiful, weil es gibt vielleicht doch dann irgendwie eine, die so quer verknotet ist oder so, und man sagt, das ist selbst jetzt vielleicht... Selbst die können schön sein. Also ich bin... Nee, also kannst du gerne sagen, ich sage, nee, die Welt ist nicht ganz so Honig und Bienchen. Ich bin vom eher bei dem Team, alle Menschen sind schön, aber man muss nicht jeden Menschen schön finden. Also Präferenzen haben, nicht nur Brüste, auch Penisse und Körper und so. Aber ich mag diese Aufkleber und Poster, wenn es immer heißt, so all breasts are beautiful, weil es so ist. All breasts can be beautiful to someone. Ja, okay. Da kann ich mich völlig dahinter klemmen. Ist vielleicht die Mitte von mir aber aus. Aber ganz ehrlich, also dieses Narrativ von alle sind wunderschön und dann kommt da irgendwie Ronny mit der eingeschlafenen Schnauze und ich bin... Oder er kann aber innere Werte haben, der Bärbel, die sich irgendwie, sorry, aber Bärbel, die sich irgendwie jeden Tag irgendwie hier Dr. Koppenrad und Wiese reinpfeift und 400 Oetker. Kilo wiegt, so. Da zu sagen, irgendwie, das ist schön. Ich dachte schon, als Arzt heißt Dr. Oetker. Na, so. Und das geht jetzt nicht gegen irgendwie Plus-Size-Model oder so, aber so eine 400 Kilo-Person, da könnte man vielleicht sagen, du tust deinem Körper nicht den Gefallen. Ja, aber ist es denn deine Aufgabe, das zu kommentieren? Das ist nicht meine Aufgabe, das zu kommentieren. Treffe ja auch hier gerade keine Person speziell, die ich hier erwähnen möchte. Nur, ne, Roswitha hier, ne? Wenn das nicht deine Schilddrüse ist, die irgendwas macht, sondern du dir jeden Tag einen Kuchen reinpfeifst und deswegen... Das ist doch ihre Freiheit. Das ist ihre Freiheit, ja, klar. Aber du kannst, dann sagst du auch irgendwie, wenn dein bester Homie sich jeden Tag eine Heroinspritze gibt, sagst du auch, ist deine Freiheit. Oder sagst du, ey, ja, sag vielleicht überdenkst du das mal kurz, weil ich mache mir Sorgen um dich. Na, ich kann sagen, es ist nicht so gesund. Ja, es ist was anderes als Bodyshaming. Das ist nichts anderes. Es ist genau das Gleiche. Beide pfeifen sich Gift rein. Zucker ist genauso Gift. Ja, sicher, aber wenn jemand schlank ist und sich ständig Zucker reinschmeißt, sagst du ja auch nichts. Naja, kommt drauf an, welchem Verhältnis. Aber wenn er schlank ist, kriegt das vielleicht besser... verarbeitet oder was auch immer, aber es geht ja auch nicht nur um Zucker. Ich finde, man sollte Körper nie kommentieren, negativ. Das kannst du handhaben, wie du willst. Wie gesagt, ich gehe auch nicht zu jemandem hin und sage, du bist fett. Ich sage nur, allgemein ist das Narrativ, ey, du bist 400 Kilo schwer, du bist beautiful und alles ist supi, nicht so gesund. Na, alles supi muss es ja nicht sein. Also wenn die Person wirklich irgendwie krank ist und so und darunter leidet, ist es scheiße. Wenn eine Person irgendwie etwas kräftiger ist... Die Pösitas ist krank, offiziell. Das ist eine Krankheit, das ist ja alles richtig. Was auch krank ist, das sind... Jetzt habe ich mich hier in so einen Rant reingerannt. Ja, ich bin wieder schlimm. Der Assi, aber das ist gut, weil dann stehst du noch netter da. Und wir müssen wir müssen uns ja von diesem Herodes... Kreiswichsen. Ja, von diesem Kreiswichsen entfernen. Wer auch mal mehr Kreiswichsen gemacht haben sollte, das ist der Türkei-Star Demiral.
Jetzt bei der EM, der hat nämlich beim UEFA-Spiel jetzt den Schweigefuchs gezeigt, der aber in der Türkei als Gruß von den Wölfen, also als Wolfsgruß gilt. Hatten wir das also, nicht schon mal irgendwie vor 4 Jahren oder so bei einem anderen? Möglich. Hat das nicht Özdemir, wie heißt der? Fuck. Ja, Özil. Özil, nicht Özdemir. Özdemir ist der hanfrauchende ehemalige Umweltminister. War der Umweltminister? Weiß ich gar nicht mehr. War irgendein Minister. Oder? War der Minister? Nee, war kein Minister. Ist auch egal. Jedenfalls wird er jetzt gesperrt für 2 Spiele, der Miral, weil er halt diesen Schweigefuchs, würde ich sagen, den Wolfsgruß gezeigt hat. Und es gibt wieder ganz viele auch rassistische Kommentare gegen die türkische Mannschaft, aber es gibt eben auch Screenshots, wie halt andere türkische Leute halt das Herz gezeigt haben nach dem Tor und so. Also nicht alle sind so. Jedenfalls war das ein kleiner Skandal. Lass doch nochmal über was Witziges reden. Nee, wir müssen noch. Ich bin noch nicht ganz fertig mit EM. Noch mehr EM. Wir sind raus. Das interessiert doch keinen mehr. Nee, das ist aber die letzte Nachricht, weswegen wir raus sind. Nämlich, natürlich können die Deutschen wieder nicht verlieren. Ne? Oder nicht zugeben, dass sie einfach verloren haben. Nein, es gibt doch Diskussionen, ob es rechtmäßig war. Nämlich hätte es einen Handelfmeter wohl geben müssen. Ja, habe ich gesehen. Aber also ich habe Schweiz geguckt, also schweizerische Kommentatoren, weil ich mich da immer bepisse. Und die haben dann einen Schiedsrichter-Experten geholt, der hat gesagt, es ist völlig in Ordnung, da keinen Elfmeter zu geben, Kontext, bla. Kenne ich mich nicht aus, aber darauf berufe ich mich jetzt mal auf diesen Experten. Jedenfalls war das wieder sehr typisch für die Deutschen, dass sie halt nicht verlieren können, ohne auf andere die Finger. Das ist nicht typisch deutsch, das ist typisch Dynamik von so einem krassen Riesenturnier. Da will niemand rausfliegen, Timo. Aber grasped man dann Strohhalbe. Aber haben sie auch andere Mannschaften zu verhalten? Das weiß ich halt nicht. Natürlich, immer. Okay. Du das die sagst. Fans sagen immer, ey, wir hätten nicht rausfliegen müssen, der Schiedsrichter ist eine Pflaume. Wir wissen, wo dein Auto steht, ich zünde dein Haus an, deine Kinder gleich mit. Das ist doch ganz. Das gehört dazu, das ist Teil des Spaßes. Wir wissen, wo dein Auto steht. Tino, kennst du das Hawk Tua Girl? Ist Hawk Tua? Nee. Mhm. Ich kenne nur Anime und Hawk von WWF. Nee. Die ist eigentlich vor einigen Wochen schon bekannt geworden, hält sich aber relativ strong die ganze Zeit. Und zwar habe ich es mit Absicht falsch ausgesprochen. Das ist nämlich das Hawk Tua Girl. Ah, also eher so aus dem asiatischen Raum. Nein, das ist rassistisch von dir. Ja, klang gerade so von Aussprache. Nein, das ist eine Amerikanerin und die wurde in einem Interview gefragt, was Männer denn wollen. Und sie sagt, ah, oh, you gotta give them that hot tour, spit on a thing. So. Was heißt das? Also bitte, also drauf spucken. Auf den Schwanz rotzen. Ach so, und ja. Dadurch ist sie bekannt geworden. Und eigentlich ist das ja normalerweise was, wo du sagst, es ist in 3 Tagen vergessen so, aber sie hat da drauf capitalized und geht voll ab, hat jetzt ihren Merchandise, Hawk Tour Merchandise, ganz groß. Und jetzt war sie bei, irgendein komischer, Shaquille O'Neal müsste das gewesen sein, der macht irgendwie EDM-Shows, was weiß ich. Und die ist da quasi als Special Guest geladen. Was ist EDM? Electronic Dance Music. Ah, okay. und sie weiß aber nicht, weil sie ist ja einfach nur so ein, die ist ja kein Performer oder sonst was. Sie ist einfach nur ein Mädel, was in einem Interview mal einen kleinen Gag gemacht hat. Also stellen sie auf die Bühne und dann kommen alle Leute. Genau, so wie MCM damals im Busdepot. So als, ne, als Attraktion. Und sie steht dann halt da und sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie steht einfach da. Sie hätte tanzen können. Sie nickt halt nur so und steht halt auf der Bühne. Und alles so, ja, da ist sie. Aber sie macht halt nichts. Das ist ganz, ganz awkward. So gut. Ich liebe das. Das Hawk Tua Girl. Das ist ja wie DJs immer auf ihren Konzerten. Die drücken auf Play und machen dann ein bisschen Nebel. Und dann er ist im Hintergrund, ja. Der interessiert ja keinen. Die steht einfach nur da und nickt mit dem Kopf. Das ist so geil. Wenn ihr dafür Geld kriegt, dann das gönne ich ihr. Ja. Ja, das Hawk Tua Girl. Finde ich gut. Daumen nach oben. Auf den Schwanz rotzen? Ja. Gut. Auch das ist eine Sache, die kann man machen. Ganz kurz noch an Verbraucherinformationen von eurem Brennpunkt. Nämlich, es ist Juli, also Juli. Und es gibt neue Änderungen in der Politik und die will ich ganz kurz vortragen für euch, denn ab sofort sind lose Deckel bei bestimmten Getränken verboten, nämlich die man abmachen kann. Mhm. Jetzt müssen in der EU oder in Deutschland zumindest, müssen die Deckel jetzt immer dran sein. Trans sein? Genau, trans sein, die Deckel. Diese Transprogressiven, es geht mir so um, sag jetzt, ist jetzt auch schon genderfluide Tetrapacks. Ein bisschen Transpflicht quasi, ist ja witzig. Dann neu zugelassene PKW haben eine Blackbox, wie ein Flugzeug Geil. quasi.
die nach Unfällen ausgelesen werden sollen, finde ich ganz spannend. Es gab ja früher mal so diesen Spruch, man müsste, wenn die Blackbox überlebt, warum macht man nicht einfach das ganze Flugzeug aus der Blackbox? Hm. Aber es ist halt so schwer, deswegen würden die nicht fliegen. Dann RentnerInnen erhalten 4,57% mehr Geld. Erst bei das gleichen Ost und West. Oh. Ja. Und das Schönste von allen, die Bezüge von Bundestagsabgeordneten werden erhöht um 6%. Also kriegen die jetzt quasi 11.000 Euro im Monat. Ich dachte halt wirklich schon langsam, dass die hungern müssen. Ja. Aber 11.000 Euro, ist das netto oder was ist das, Alter? Nee, wahrscheinlich. Die versteuern das doch gar nicht, dachte ich, oder? Versteuern die das, Abgeordnete? Ach, du ahnst es nicht. Ich frag mal kurz. Ich muss Politiker werden. Werden Diäten, dachte ich mir auch vor ein paar Jahren, das hat nicht funktioniert. Hm. Werden Diäten versteuert? In Höhe von Steuerpflicht, bleibt aber von Rentenbeträgen befreit. Ja gut, also ist schon mit ja, schön, also ich freue mich, wenn die Politiker, also muss ich jetzt mal sagen, ja, bei allem Gebäsche, ich finde es gut, dass Politiker recht viel verdienen, weil die stehen im Rampenlicht, die kriegen den ganzen Tag nur Scheiße in die Schnauze. Das ist ein harter Job, muss man sagen. Ist schon hart. Weil, ja, je nachdem, wie man es macht, wahrscheinlich kann hart sein. Oder also ein Habeck kann ich mir schon vorstellen, dass der abends echt unruhig schläft. So. Dass er auch nur Müsli isst mit Wasser, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass reziprok dazu irgendwie ein Philipp Amthor halt hier seine Scheiße baut und dann mal eine Talkshow geht und dann ansonsten vielleicht ein bisschen mehr Finger dreht, als man denkt. Weiß ich nicht. Nur mal so dahingestellt. Aber also 11.000 schon. Und das ist ja auch nur die Baseline, ja. Du hast wenn man ja auch dann noch schöne Massengeschäfte macht, ja, dann kommt da noch einiges dazu. Bezüge, aber die müssen, glaube ich, auch öffentlich gemacht werden, tatsächlich. Ja, ich finde auch, dass sie viel verdienen gut, sollte nicht zu viel sein, aber gerade um auch Bestechungen vorzubeugen und so, eben weil sie auch wenig Freizeit haben, in der Regel ist es schon gerechtfertigt, wie ich finde. Ich finde immer diese Grafiken furchtbar, wenn die halt so den Bundestag screenshotten, aha, die kriegen Geld fürs Nischtun. Aber im Parlament sitzen, das ist halt nur ein Kleinstel ihrer Arbeitszeit. Die haben so viel in Ausschüssen zu tun, die treffen Leute, die reisen rum, haben Veranstaltungen gemacht, Büroarbeit, golfen gehen. Das ist ein hartes Leben. Das ist ganz krass, ja. Darf man nicht vergessen. Ja, sind wir eigentlich durch? Ich glaube, zeitlich. Nee, wir haben noch ein paar Minuten. Ja, gut, obwohl. 45 hat mir gleich angefangen. Das stimmt. Also da haben andere aufgehört. Ich muss nämlich langsam zu dem Thema kommen, was den Song für mich diese Woche beschließt. Ja. Und zwar habe ich Axel F. geguckt, Beverly Hills Cop 4. Und zu meinem Erfreuen ist das kein Scheißfilm gewesen. Ah. Ich würde sogar sagen, es ist der drittbeste von diesen Vieren. Ja. Ich habe Beverly Hills Cop 2 und 3 auch nochmal geschaut. Der drittbeste Woche. Von den Vieren, also der vorletzte. Ja. Nee, die sind alle, ich finde alle sind gut tatsächlich okay. So. Und ich finde den besser als den zweiten, wobei der zweite am meisten dieses Dreiergespann mit Sergeant Taggart und Billy Rosewood noch zusammen hat und Axel Foley halt diese drei zusammen funktionieren einfach sehr gut. Das ist das Geilste am zweiten, aber der ist mir insgesamt irgendwie zu düster und so. Egal, der neue Film ist jetzt quasi ein Sequel nach 40 Jahren oder sowas, keine Ahnung, 30 Jahre, 33 Jahre, ich glaube einen... Dann kam der dritte raus, 91, 94, irgend sowas. Mhm. Und der dritte ist ja allgemein immer als der schlechteste bekannt. Und für mich ist das halt, ich habe den jetzt auch nochmal geguckt, der ist tonal ganz komisch so und cheesy, aber das ist meine Kindheit. Ich liebe diesen Film, der spielt halt einfach in so einem Vergnügungspark. Und das ist einfach genau up my alley, Alter. Und ich kannte jedes Bild, Alter, wie oft ich den als Kind geguckt habe. Der dritte Teil, den kann mir keiner nehmen. Aber ich hatte tatsächlich, ich habe den vierten geguckt, dann den zweiten und dann den dritten. Und dann hatte ich nochmal Bock, den vierten zu gucken. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber das spricht schon was dafür. Ne? Der ist jetzt kein 10 von 10 Film, der ist irgendwie 3 von 5, aber der macht Spaß. Habe ich nie gesehen, glaube ich. Gar keinen Beverly Hills Cop. Also der erste ist schon auch. Also vielleicht mal am Fernsehen lief mal, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich. Also ich kann mich daran nicht erinnern. Ich kenne halt nur diese Meme-Szenen und so und ja, aber. Die deutsche Synchro macht aber auch viel aus bei den ersten drei Filmen, muss ich sagen. Die ist einfach. Das hast du auf Deutsch gesehen, ja. Ne, den neuen nicht, den habe ich Englisch geguckt. Okay. Aber die alten auf Deutsch gucken, das ist einfach ein schönes Heimatsgefühl. Und deswegen möchte ich The Heat Is On von Glenn Frey. Es könnte sein, dass der schon mal da drin reingeschoben wurde, aber jetzt, also der war halt. Zu Playlist hinzufügen. Im neuen Film, das ist natürlich ein bisschen berechnend. Im neuen Film war einfach alle von diesen Banger-Songs waren wieder drin. Genau die gleichen. Aber es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Und der ist gerade im Kino oder was? Der kam direkt zu Netflix, weil die ein Kino hassen. Die wollen Monopol auf ihrem Drecks Netflix. Ich glaube, der wäre im Kino gut gelaufen. Bad Boys, der neue, lief ja auch gut. Also, keine Ahnung. Gönnt euch, kann man schauen.
Dieses ganze Tochterding hätte nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Ansonsten macht der echt Spaß. Ist das ein Spoiler mit dem Tochterding? Nee. Okay. Sieht man im Trailer, hat halt eine Tochter. Okay. Da gibt es halt wieder so einen Konflikt drum und das hätte es nicht gebraucht. Und ich habe auch einen Song für die Playlist. Und zwar ist es ein Weimarer Musiker, Sherman Potato heißt der. Ist ein guter Freund von uns, also du hast ihn auch schon mal gesehen. Ich kann dir mal ein Bild von ihm zeigen, da weißt du wahrscheinlich, wen ich meine. Ja, schön, wie du da nicht ranzoomen kannst, ja. Aber ich meine, das zu wissen, was du da sagst. Ja. Genau, also Sherman Potato ist ein Folkmusiker aus Weimar und der hat jetzt eine Doppelsingle veröffentlicht, also zwei Singles veröffentlicht. Und ich finde alle Songs toll, aber ich tue jetzt Stumblin' Tumblin' rein. Field Recording von Sherman Potato. Ja, ist einfach schöne Musik, mal. Wenn ich mit einer Frau Schluss mache, habe ich auch eine Single veröffentlicht. Ja, das stimmt. Also hört gerne rein in den Klassiker The Heat Is On von Glenn Frey und Stumblin' Tumblin' vom Newcomer Sherman Potato. Okay. Sherman the German, könnte man sagen. Es ist ja der Witz so. Solche Kartoffel, Sherman Potato. Ja. Ich war dabei, als der Artist Name entstanden ist. Achso, wir wollten gerade noch was gucken. Ja, und Songs, die empfohlen werden, sind übrigens Die Ärzte und Falco. Finde ich ganz witzig. Ja, ich würde jetzt empfehlen, noch den letzten Brennpunkt-Hörerwunsch zu hören. Der nächste ist bestimmt auch in der Pipeline. Ja. Und der letzte kam gut bis durchwachsen an. Da gab es einige, die sich beschwert haben. Überhaupt unsere Kommentare in letzter Zeit. Ich finde es total spannend. Es sind immer so zwei, drei Leute, die dann richtig so, aber das, wie ihr hier rumredet so leicht und euch für witzig haltet. Ja. Dann hör Herr halt der Ringe-Bashing ist nicht witzig, Leute. Dann hör halt nicht rein, Alter. Wir verstehen, dass ihr andere Meinungen habt. Tut die gerne rein. Tut nicht immer so irgendwie als hätte ich die, als jetzt dichte mir nicht an, als würde ich der Ringe wirklich scheiße finden. Nee, du magst ihn ja, das stimmt. Andere Meinung haben. Nein, sie haben ja recht, aber witzig sind wir trotzdem, ganz doll. Das meine ich, als wir nicht witzig wären. Das nehme ich mir nicht an, die Kritik. Gut. Könnt ihr mal wieder anfangen, irgendwie einfach Kommentare vorzulesen oder so. Ich finde das witzig. Ich reagiere auch auf Kommentare. Also du regierst ja mit eiserner Hand, Alter. Bannst alles weg. Wir hätten so viel mehr Kommentare, wenn Tino nicht immer alles löschen würde. Mit Wrestling ist so scheiße, das löscht er immer alles. Ich habe nicht mal Zugriff drauf, aber ja. Ich find's schön, dass ihr Kommentare schreibt, auch kritisch seid. Macht das ganz gerne. Und du packst jetzt die letzte Ausgabe aus. Ja, Max Muster gibt ja immer alles, ne? Das stimmt. Das ist übrigens ein Neujahr Podcast mit Dick, Trick und Donald. Plus Donald. Und ihr sollt mehr am Brennpunkt essen. Ach so, ja. Wascht euch, Leute. Machen wir nicht. Wascht euch bis nächste Woche. Hört die Brennholz-Untermusik-Playlist bei Spotify. Ansonsten vielleicht bis zum nächsten Hörerwunsch oder bis zum nächsten regulären Podcast. Ja. Bald ist Jubiläum wieder. Wir werden nicht vergessen, dass wir ein Special machen. Ja. Tschüss.